Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, würde ich sagen. Aber nee, zurück nicht. Ich traue mich mal wieder ein neues Let's Play zu. Was heißt neu? Ich hatte es ja schon in den letzten Tomb Raider-Dateien angekündigt, dass ich mal tierisch Bock hätte wieder auf diese Reihe davon. Ja, und gesagt, getan, Still Wakes the Deep war ein bisschen kürzer als gedacht. Dessen dachte ich mir, komm, dann ziehen wir jetzt die drei neueren Tomb Raider-Teile noch durch. Das heißt neuer nicht, aber hier die... Mit Lara als Survivorin. Mal so ganz runter. Neu dieses... Ich muss runter. Ja, gleich Lara. Ich bin ja noch kurz am Vorstellen, ne? Dann sind wir gleich soweit. Na, ich hatte schon gesagt, Tomb Raider Definitiv Edition ist das hier. Von 2013, glaube ich. Ja, es hat keinen Namen, hat nicht Tomb Raider 1, 2 oder 3, sondern es heißt einfach wieder Tomb Raider. Und es erklärt jetzt eine Geschichte von Lara... Naja, noch eine recht junge Lara, die noch nicht so wirklich diese Abenteuerin ist, wie wir aus letzten Teilen kennen. Sondern erstmal diese ganze Survivor-Sache jetzt so ein bisschen durchstehen muss.
zeitsprungmäßig ist es, glaube ich, so ein bisschen hin und her, weil im Nachhinein das mit Werner von Kröll, das müsste eigentlich schon gewesen sein, der Teil 4, so ein bisschen der Anfang zumindest. Bin ich jetzt der Meinung. Und ansonsten ist das hier eigentlich so die Vorgeschichte von den ganzen Tomb Raider-Teilen, die ich jetzt kenne. Klar gibt es hier und da immer noch ein paar Szenen, wo Lara auch jünger mal auftauchte, mit kleinen Mini-Abenteuern. Aber das ist hier so eigentlich so die erste Schicht, wo Lara zu dem wurde, was sie eigentlich jetzt im Nachhinein ist. Und ich muss sagen, ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich diesen Anfangsspruch höre mit in unseren dunkelsten Stunden finden wir etwas, das uns antreibt. Weil das hat so Tiefe, finde ich. Das ist so geil. Weil ja, du merkst erst, was du hast, wenn du wirklich in irgendeiner Not bist. Wenn du jetzt nicht sagen kannst, du hattest euch eine schwere Krankheit, wo du wirklich Hilfe brauchtest, merkst du nicht wirklich, was du im Leben hast, sondern immer wirklich in diesen dunkelsten Stunden weißt du wirklich, wem du hast und was dich wirklich irgendwie wieder auf die Beine bringt, vorantreibt. Deswegen finde ich diesen Spruch so mega. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir helfen mal Lara jetzt hier zum Survivor schlechthin zu werden. Ich muss sagen, ich kenne die ganzen Teile natürlich in- und auswendig. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben, da nicht irgendwie vorzugreifen. Sondern wir schwingen jetzt einfach mal hier dagegen, damit das so ein bisschen brennt. Und wir natürlich auch hier irgendwie jetzt hier rauskommen. Das brennt schon mal ganz gut. Aber wir müssen da jetzt auch noch gegen. Wobei ich das nicht so kopfüber eigentlich machen würde. Ja, definitiv. Es geht ziemlich tief darunter. Ich versuche noch rüber zu schwingen. Vielleicht kommen wir auf die Hölzer. Ich zieh's raus, Moment. Autschi. Immer wieder ein Moment, der sehr weh tut. Ah, okay, wir wollen mal weiter. Wir sind hier gestrandet, wir waren auf der Suche nach etwas. Wir sind hier gestrandet. Ah, wir gucken mal. Was zum Teufel ist hier bloß los? Die hat zumindest nicht überlebt. Auti, auti. So. Okay, wir müssen definitiv hier raus. Eine Fackel. Die nehmen wir doch mit. Das war laut. Eigentlich nicht, aber gut. So, das war laut. Irgendwer hat uns K.O. gehauen. Irgendwer will uns hier nichts Gutes. Und wir müssen, wie gesagt, definitiv raus und zu unserer Crew zurück. Das ist natürlich schlecht. Oh, verdammt. Überlebensinstinkt. Ja, können wir mal machen. Er zeigt uns an, was wir hier alles interagieren können mit. Das war noch viel lauter. Das ist nicht gut. Der Typ hört uns doch. Rabim? Definitiv. Okay, wir sollten uns beeilen. Lara, los. Tja, wer es glaubt, ne? Der wird uns bestimmt nicht helfen. Nein, du willst uns gar nicht helfen. Ich habe mal die Untertitel angemacht, weil es einfach schöner ist, sowas noch ein bisschen mitzulesen. Finde ich immer. So, aber der Typ hat uns da im Sack aufgehangen. Der hat unsere... die Frau da aufgehangen. Der will uns nichts Gutes, das glaube ich nicht. So. Wir müssen definitiv raus. Ah. Unsere Flitzung wird nicht besser. So. Ah, verdammt. Oh, der Blut. Ich muss schnell hier raus.
So, okay. Zum Glück. Feuer brauchen wir. Was ist das denn für ein Ding? Das finden wir raus. Okay, wo können wir das und das anzünden? Sehr schön. Dann können wir jetzt hier hoch. Warte, wir müssen erstmal da rein. Upsa. Okay, das füllt sich also damit. Aha. Ich muss mal so ein bisschen tun, als wenn ich es nicht kenne. Ich weiß ja, was ich tun muss, also von daher. So. Wir müssen doch bestimmt die Fässer da unten anzünden. Das heißt, wir machen das mal hier mit Feuer. Und dann gibt's einen Stoß. Oh, das war noch eine Sprengmine. Na, ist ja noch besser. Ich muss sofort hier raus. Ja, da haben wir jetzt einen schönen Ausgang gemacht. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, okay, da jetzt nicht lang. Oh nein. Autschi. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir dürfen nicht anhalten. Wir müssen weiter, weiter, weiter. Ach, nicht du schon wieder. Wirklich. Aber der wird uns jetzt nicht mehr wehtun. So, schnell mal weiter. Nein, unsere Fackel. Oh nein. Wir müssen doch da hoch. Komm schon, Lara. Puh, das war knapp. Haben wir gerade so geschafft. Ja, sehr schön. Man muss dazu sagen, Lara kann ja schon ein bisschen sowas wie Parkour und sowas, kann sie halt so ein bisschen Kletter- und Abenteuererfahrung, hat sie ja doch in ihrer Kindheit alles schon so ein bisschen gemacht, gesammelt. Also so ein bisschen Archäologie, um die man sich in sowas verhält, das weiß sie. Ich habe jetzt neuerdings gesehen, es soll wahrscheinlich auch noch ein Film kommen, 2025, von Tomb Raider. Und ich gehe davon aus, so vom Trailer her, dass es genau um diese Story hier geht. Also nochmal sehr interessant eigentlich. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. So, wir machen weiter. Wir müssen immer noch zu unserer Kuh zurück. Wir müssen die anderen finden. Macht sehr viel Sinn, ja. Wir waren aus landauswärts. Naja. Weiß nicht. Landauswärts sieht nicht sehr gut aus. Okay, weiter geht's. Wir schaffen das. Okay. Ganz langsam. Das wäre so gar nicht was für mich.
Upsa. Puh, das haben wir geschafft. Bei mir wäre da ein bisschen mehr rausgerutscht als nur ein Gott. Aber ist egal. Weiter geht's. Ein kleiner Sprung, den kriegen wir hin. Ich finde es auch sehr schön, man sieht auch nur so ein bisschen eine Schwerfälligkeit von ihr. Was halt noch so ein bisschen für die Anfänge spricht und vor allem für die Verletzung. Okay, wir müssen also darüber. Die Stimmung wird düsterer. Es ist nicht mehr so hell auf einmal. Ich schaff das. Laras Atmen wird lauter. Oh Gott. Das schaffen wir, Lara. Komm, ich bin für dich da. Wir schaffen das noch ein bisschen. Genau, ein bisschen weiter, weiter, weiter. Festhalten. Und gleich geschafft, Lara. Autschi. Sehr schön. Geschafft ist geschafft. Es gab Punkte für. So. Schön, wie sie sich festhält. Nochmal unten einen Blick auf das Boot. Ja, Wände hinaufklettern. Drücken Sie X, um während des Springens nochmal zu springen. So. Ah. Sams Tasche. Na denn. Ali, wups. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Die Tasche war nicht offen. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Jetzt ist die Tasche offen. Das ist ja schön. Ich hätte, glaube ich, die ganze Tasche mitgenommen, oder? Wäre doch viel leichter gewesen. Riesige Tränkeflaschen, alter Finne. Wie groß die sind. Wenn man hier meinen Fuß mal so sieht. Wow. Okay, wir müssen weiter, wir müssen unsere Leute finden. Einmal da hoch, da sieht es ganz gut aus. Oder auch nicht. Autsch. Da hat unsere Kraft nicht ausgereicht für. Okay, wir müssen weiter. Bringt ja nichts, wir können ja nicht stehen bleiben. Der Sturm wird stärker. So. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Na Gott sei Dank hat das geklappt. Hm?
Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck lag? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden.